Hallo Leute, heute steht wieder der Tag an Sembo Mini-Gebäude. Wir haben schon eine ganze Latte, aber als erstes, kurz einmal, den hatte ich letztens vorgestellt. Mich hatte ein netter Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass ich das Dach ja irgendwie versetzt gehabt habe. Die Dinger waren drin, ich hatte alles um einen nach vorne geschoben, hier hinten war ein Absatz. Ich habe es jetzt mal verbessert, jetzt sieht es auch wirklich aus wie ein Kombi. Ja, nochmal danke für den Hinweis. Und dann geht's jetzt los. Wir haben ja schon 16 Stück gebaut. Den Flower Shop, den Fruit Shop, den Pepsi-Laden, 7-Eleven, Coca-Cola, Nike ohne Zeichen, immer noch Apple und den Coffee Shop, sowie Kentucky Fried Chicken, Häagen-Dazs oder Ice Cream, Louis Vuitton, Pizza, Karaoke-Bar, da hinten Chanel, dann hier, was war das noch, McDonald's und der Candy Shop. Und heute kommt dazu, haben wir hier schon mal zwei Packungen liegen, einmal der Hot Pot Laden, also ein Restaurant, dieser Suppenladen Hot Pots und der japanische Nudelladen. Die beiden bauen wir heute. Und ich würde mal sagen, fangen wir an mit dem japanischen Nudelladen. Kommt der Hot Pot an die Seite, der Hot Pot hat Grund 634, der 39 als Nummer. Dann machen wir den zuerst, den Hot Pot, ne? So, einen Moment, einmal auspacken. 6034 ist die Nummer und er hat insgesamt 147 Teile, wie immer von der Firma Sembo. Ich verlinke euch oben alle als Playlist rein, dann könnt ihr alle Shops auf einmal genießen. Wir haben hier jetzt 10 Schritte auf der ersten Seite. Und dann nochmal 10 auf der zweiten, macht 20. Hier kommt eine ganze Latte Aufkleber drauf. Ich hoffe, die sind dabei. Aber bisher haben wir bei 16 Shops ja erst einmal keine dabei gehabt. Gucken wir mal rein. So, Tüte weg. Ja, das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4 Tüten. Und hier ist der Aufkleberbogen, wie ihr seht. Ich verteile einmal die Tüten, baue wieder die Basis zusammen. So, das geht dann so bis Schritt 2 oder 3. Und dann melde ich mich wieder. So, die ersten drei Schritte vom Hot Pot Laden sind fertig. Das sind jetzt die Steine, die wir haben. Da hinten liegen die Aufkleber. Und bis Schritt 3 haben wir, wie gesagt, gebaut. So sieht es bisher aus. Viel ist jetzt noch nicht passiert. Wieder mal die Grundplatte aus zwei Teilen, wie immer eigentlich. Und dann fangen wir wieder hier hinten auf, das Gebäude zu bauen. Hier vorne wird gefliest. Hier haben wir jetzt schon zwei Tische mit zwei Stühlen reingebracht. Hier den Tresen angefangen. Hier wieder die Steine, womit die Gebäude verbunden werden. Und dann geht es jetzt weiter. Bis Schritt 6 haben wir gebaut. Was haben wir gemacht? Wir haben hier vorne alles zu Ende gefliest. Wir haben auf den Tresen hier so ein schräges Teil draufgesetzt. Das soll, denke ich mal, wieder die Kasse sein. Den Tresen abgedeckt. Hier hinten zweimal, einmal einer Steine hochgebaut. Hier die Wand vervollständigt mitten um die Ecke hier. Und wir haben hier vorne eine Scheibe in den Weg gepackt. Die ist auch wieder richtig schön klar. Das muss man sagen. Auch wenn die einfach so mit drin sind. Das kriegt Sembo eigentlich immer ganz gut hin mit den Scheiben. Das ist mal ganz selten, dass da ein dicker Kratzer drauf ist. Schritt 9 haben wir gebaut. Da kommen jetzt noch gleich zwei Teile drauf. Das mache ich gleich live. Ich habe hier die Scheibe ausgetauscht, weil es gab eine Scheibe mit einem Eingang. Die gehört da vorne hin. Ansonsten haben wir jetzt hier Fenster noch eingesetzt. Und hier und die Wände dann stabilisiert. Hier eine Rundung drauf. Dann haben wir hier den ersten Aufkleber auf den Stein geklebt. So chinesisches, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie man diese Ornamente nennt. Die Aufkleber sind immer so, ich klebe es rüber und dann ziehe ich eine Trägerfolie ab und dann ist das hinterher wie so ein Druck. Man kann das sozusagen auch ertasten. Weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, aber es ist echt eine super Qualität. Sembo hat somit die besten Aufkleber. Jetzt kommt das so da drauf, dann sieht man so den. Und zum Schluss kommt dann noch das Dach drauf. Genau so, ja, und dann ist das untere Stockwerk fertig. So sieht es aus, und dann machen wir jetzt die nächsten drei Schritte. So, bis Schritt 12 haben wir gebaut. Wir haben jetzt hier noch eine lange 1x8 oder so, was ist das? Ja, 8 rangehängt. Hier noch zwei Halterungen dran. Dann haben wir hier diese witzigen 1x2er Steine mit so Höckern drauf. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Drachenrücken. Und hier dann jetzt Fenster, die sind ein bisschen mehr
verschrammt. Vor allem das hier hat hier eine Schramme drauf. Aber es hält sich noch an Grenzen. Das hier vorne ist ein bisschen, auch mit so kleinen Dingern. Also die oberen sind nicht so schön wie die unteren Fenster. Die sind größer, haben mehr Angriffsfläche vielleicht. Ist das der Grund? Und dann haben wir hier noch eine Sitzecke mit Tisch eingestellt. Und dann geht es jetzt weiter. So, Schritt 15 ist abgeschlossen. Wir haben hier wieder drei Aufkleber verklebt, jeweils auf eine von den Einmalfliegern, Fliesen, Hotpot und dann das Zeichen. Die gefallen mir echt gut, die Aufkleber. Und dann haben wir noch hier diese Kette hier aufgebaut aus goldenen Steinen mit roten oben drauf und dann oben und unten eingeklinkt. Ja, im Grunde genommen war es das, glaube ich, was in den letzten drei Schritten passiert ist, wenn ich nochmal auf den Plan gucke. Nee, war es natürlich nicht. Doch, war es. Das Fenster, was hier hinter ist, was so ein bisschen verschrampft war, sieht man übrigens kaum noch, weil das von den Platten jetzt bedeckt ist. Und ja, wir haben nur noch das hier oben einmal noch befestigt und das war's. Dann mache ich jetzt die nächsten drei Schritte. Bis gleich. So, drei Schritte vor Schluss machen wir nochmal eine Unterbrechung. Wir haben jetzt hier oben den Pot, also den Hot Pot draufgesetzt und hier jeweils zwei von den runden Linsen übereinander gesetzt. Da kommen dann jetzt fünf Schilder ran mit den Aufklebern drauf. Und dann sind wir im Grunde genommen auch fast schon fertig. Nur in den Hotpot kommt noch was rein. Und das war's dann. So, und mit Schritt 20 ist der Hotpot-Laden fertig. Ich finde, der sieht ziemlich gut aus. Wir haben jetzt hier oben diese fünf Schilder mit Nahrungsmitteln sozusagen, die in diesen Hotpot, denke ich mal, reinkommen, draufgesetzt. Und dann haben wir hier oben noch das Teil da reingesteckt. Dieses hier. Ja, so sieht er jetzt von vorne aus. So von hinten. Ja, nett. Finde ich gut. Jetzt kommt der japanische Nudelladen. Nudelladen mit Peitschen. Okay, mal gucken. Das sollen, glaube ich, Nudeln sein, wenn ich mir das Dach hier oben angucke. Haben sie die Peitschen missbraucht für Nudeln. Zwei Teile sind übrig geblieben. Diese beiden hier. Und dann starten wir gleich mit dem nächsten Video. Ich packe das gleich aus. Und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe es ausgepackt. Diesmal waren es drei Tüten. Wir haben schon wieder diese Schüssel dabei. Und die Aufkleber hier. Wer immer auch weiß, was das heißt, also japanisch kann, wahrscheinlich alles Nudelshop oder sowas. Oder Nudelsuppe. Hm? Vielleicht weiß es ja jemand. Oder ich muss mal durch den Google-Übersetzer laden. So, Set 6039, 120 Teile hat das. Auf der ersten Seite 13 Schritte, auf der zweiten nochmal 11, macht 24. Witzig, zwar über 20 Teile weniger, mehr Schritte. Und ich würde jetzt wieder bis Schritt 3 oder 4 bauen und dann melde ich mich wieder. Oh, ich habe aus Versehen bis Schritt 6 gebaut. Naja, irgendwie war ich so drin. Ganz vergessen, die Kamera zwischendurch anzuschalten. Naja, egal. Wir haben vorne alles gefliest einmal. Hier dann schon mal angefangen, die Wand zu bauen. Hier wieder der Verbinder dazwischen. Hier haben wir einen Tisch gebaut. Hier irgendwie einen Tresen oder so. Und sehr viel mehr ist auch noch nicht passiert. Also insofern ist es noch im Rahmen, dass ich jetzt drei Schritte übersprungen habe. Und deswegen machen wir jetzt einfach die nächsten drei. Und Schritt 9 ist erreicht. Wir haben jetzt hier vorne Plates draufgesetzt. Hier Zaun davor, dann haben wir hier zwei Eingänge und ein Fenster in etwas gräulichen Ton. Hier an der Seite haben wir jeweils einen hohen Einer hochgebaut und hier noch zwei helle Fenster. Ja, Stand der Dinge, weiter geht's. Bis Schritt 12 haben wir gebaut. Wir haben hier vorne irgendwie so ein Häuschen, Vogelhäuschen, ich weiß gar nicht genau, was es sein soll, gebaut. Und dann haben wir hier das überbaut und dann hier zwei so eine paar Lampions angehängt. Da haben wir zwei Aufkleber draufgesetzt. Die finde ich echt witzig, die Lampions, muss ich sagen. Die sehen gut aus, gerade mit den Aufklebern auch drauf. Und jetzt geht's weiter. Und Schritt 15 ist erreicht. Jetzt haben wir hier vorne noch zwei Schilder angehängt. Ja, die Front sieht echt gut aus, finde ich. Wir haben hier Dach draufgepackt. Hier zwei Tische mit Bänken. Hier haben wir irgendwie so ein abgehängtes Teil runtergehängt. Ja, das war's im Grunde genommen. Und dann geht's jetzt weiter. Und wieder drei Schritte weiter haben wir jetzt hier,
das obere Stockwerk auch fertiggestellt. Wir haben hier zwei rote, zwei graue gemacht, eine Scheibe, an den Seiten noch Scheiben. Ja, und so sieht es jetzt aus. Und dann haben wir ein Dach aufgesetzt. Jetzt kommen die letzten, es kommen noch einige, 6 Schritte noch. Also eine Unterbrechung, sehen wir uns noch. So, jetzt haben wir noch eine coole Dachkonstruktion gemacht. Wir haben die Schüssel hier mit zwei Nudeln, das sind eigentlich Peitschen, aber so geht das dann. Und dann haben wir hier noch zwei Stäbchen rangesetzt. Also sozusagen hier die Nudelsuppe mit Stäbchen. Witzige Idee, finde ich. Also super Haus. Und jetzt kommen die letzten 3 Schritte. Und wir sind fertig. Was haben wir noch als letztes gemacht? Wir haben noch dieses Schild hier angebracht. Hier der Aufkleber geht jetzt über mehrere Steine, nämlich diese schwarzen. Das ist zusammengebaut aus mehreren Steinen oder geht er einmal rüber. Und dann haben wir den weißen Rahmen nochmal rumgebaut. Ja, ich finde ihn eigentlich auch ganz schick, den Laden. Also wieder nett. Also hier sind die beiden jetzt nochmal nebeneinander, die wir heute gebaut haben. Ja, also die beiden gefallen mir ziemlich gut, haben so ein bisschen chinesisch angehaucht. Das waren die anderen ja alle noch nicht so richtig. Oder chinesisch-japanisch. Sehr schön, also gefällt mir. Diese Shops sind echt, jeder ist irgendwie ein bisschen anders. Jeder hat Unterschiede. Ich finde die echt super, diese kleinen Dinger. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo. Oder auch über einen Kommentar von euch unter dem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.